Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, bei Into the Breach mit den Frozen Titans. Die letzte Mission ist leider gnadenlos in die Hose gegangen. Da habe ich am Ende noch einen Fehler gemacht. Unser Pilot ist gestorben. Wir haben zum Glück noch einen Ersatzpilot. Aber der ist natürlich nicht so gut. Deswegen, ne, müssen wir mal gucken. Die Fanta Terraformer, das sollte eigentlich relativ einfach sein. Gucken wir mal. Ah, das ärgert mich, dass ich die letzte Mission so verbockt habe. Nur weil ich kein Grid Damage in Kauf nehmen wollte. Ah, das war schlecht. So, und das hier ist jetzt der einfachste Turn, den man sich vorstellen kann. Wir müssen nämlich überhaupt nichts tun. Außer mit dem Terraformer die Gegner platt machen. Dann gehst du hier hin. Oder nicht? Ach, wir kommen hier nicht auf die Spawns rauf. Wir können hier hingehen. Und wir können hier hingehen. So, dann würde ich sagen, sauen wir uns ein. Du gehst hier hin. Gucken wir mal, was hier rauskommt. Ein Alpha, aber wir haben drei Mechs, womit wir dieses Ding wegmachen können. So, ich würde sagen, wir Terraform, welche Seite terraformen wir denn? Ah, das wären 5 Spawns nächste Runde. Das ist ein bisschen viel. Wie machen wir das? Wir können ihm hier eine reinballern, aber ich denke, wir müssen es so machen, dass er hier hin muss. Er auf den Spawn. Dann würde ich fast sagen, terraformen wir hier die Seite. Machen dasselbe Spiel nochmal. Jetzt haben wir nur 3 Gegner. Das dürfte eigentlich machbar sein. Und kein Alpha mit dabei. Ach, der wird jetzt eingewebt. Okay, das heißt, wir können ihn schon mal wegmachen. Ich denke, das sollten wir auch tun. Dann können wir ihn wegmachen. Wir haben 3 Spawns in der nächsten Runde. Wir hauen ihn. Und wir machen es so. Das heißt, wir haben nur 2 Spawns. Hervorragend. Ich denke, das passt gut. Psion wieder. Okay, das ist allerdings ein relativ einfacher Zug. Okay, der nimmt nur einen Schaden. Was heißt drum? Das macht nichts. So, weg hier, Leute. Terraformen wir den Rest hier noch. Und das war's. Schade, wieder keine perfekte Insel. Das war dumm. Das wäre einfach vermeidbar gewesen. Das ist das, was mich am meisten ärgert. So, Corporate HQ, Firefly Leader. Ich denke, den können wir einfach... Ne, wir müssen ihn töten. Das heißt, wir können ihn nicht einfach einfrieren. Außer wir wollen auf diesen Punkt verzichten, das ich aber eigentlich nicht unbedingt tun möchte, ne? Gucken wir mal. Wir haben jetzt wenigstens relativ guten Damage. Ich habe bisher auch noch die Raketen noch nicht gebraucht bei ihm. Könnten wir unter Umständen eigentlich mal ändern. Zum Beispiel wäre hier ein guter Zeitpunkt dafür. Wie weit kommst du nicht bis hierhin? Wir müssen mal gucken. Vielleicht ist es auch eine Verschwendung, da jetzt die Rakete zu verwenden. Oder wir gehen hierhin.
machen 3 Damage. Könnten ihn töten. Indem wir das so machen. Hört sich gut an. Dann machst du das so. Dann ist der Leader schon mal weg. Wir blockieren da einen Spawn. Und wir töten ihn hier. Haben in der nächsten Runde 2 Gegner. Nice, das war ein guter Zug. Dann haben wir 2 Gegner, ja. Blocken wir nochmal einen Spawn. Würde uns halt nochmal einen Schadenspunkt reindrücken. Die Frage ist, ob es wirklich notwendig ist. Wir können den töten. Wir können ihn einfrieren, dann würden wir keinen Schadenspunkt nehmen, aber dann ist er hier auch eingefroren. Dann müssen wir ihn hier am Leben lassen, das wollen wir eigentlich nicht unbedingt, deswegen würde ich sagen, passt das schon. Er hat halt nur noch 1 HP, aber ich denke, damit kommen wir klar. Ich hätte vielleicht ein bisschen weiter nach vorne gehen sollen mit ihm hier. Ach, Psion. Den können wir einfrieren, das lohnt sich jetzt wenigstens. Oder wir töten ihn einfach, ne? Töten den. Die Gemini Missiles haben wir jetzt natürlich verballert. Ich könnte ihn einfrieren, dann müsste ich aber nicht hier nach hinten gehen. Ich denke, das passt aber schon. Das ist es wert. Wir haben nächste Runde nur einen Gegner. Läuft gut, die Mission. Ich denke, da kann man sich nicht beschweren. Und das ist der einfachste Turn unseres Lebens. So, willst du noch hier rauskommen? Alles klar. Yes. Die war gut, die Mission. Ah, der wurde promoted. Okay, was bedeutet das? Plus 2 Mech-HP, The Defenders. Was ist das? Finnische Corporate Island. Ich will das Achievement sehen. Finnische Corporate Island without taking building damage. Oh, schön. Na, das hat sich ja gelohnt. So, was brauchen wir? Wir bräuchten Gain Shield, wäre natürlich nicht schlecht. Ist es aber notwendig? Ich glaube nicht. Plus 1 Damage. Wäre natürlich nicht schlecht. Plus 1 Use. Ich denke, das holen wir uns auf jeden Fall. Spend Reputations. Haben wir gute Waffen? Was ist das? Mechs gain plus 1 Move if they start their turn Jason Twitch on. Buildings gain a shield after taking damage. Nein. Fire a non-damaging projectile pushes. Okay. Wäre gratis, braucht aber 2. Vielleicht können wir das brauchen. Den möchte ich eigentlich nicht unbedingt haben. Wir brauchen kein Grid. Das heißt, wir können uns diese Waffe eigentlich kaufen. So, dann kriegst du den. Plus 1 Use für die Gemini Missiles. Du kriegst das hier. Und ich denke, du kriegst auch noch plus 1 Move. Dass du dich immer in super Positionen bringen kannst. Hoffentlich. Und vielleicht können wir das auch irgendwann auf plus 1 Damage umändern, wenn wir merken, dass wir das nicht unbedingt brauchen. So, dann Frozen Island. Passt ja zu unserem Theme hier. Take less than 3 Grid Damage. Würde ich sagen, machen wir einfach mal.
Wachen die Gegner automatisch auf? Wahrscheinlich, ne? Wir können sie wieder einfrieren. Ja, müssen wir mal gucken. Nein, ich möchte dich hier haben. Wir machen das so. Ah, zwei Gegner sind aufgewacht. Und wir haben einen fiesen Psion am Start. Wir würden den hier aufwecken. Das ist eigentlich nicht etwas, was ich tun möchte. Wir können ihn wieder einfrieren. Wir töten den. Können wir Gebäude einfrieren? Können wir. Ist jetzt die Frage, wir können hier hin. So, wir frieren den hier wieder ein. Und dann mal holen wir uns da selber wieder raus. Und du machst den hier platt. Sieht gut aus. Die nächsten zwei. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier eingefroren bleibt. Oh, was bist du denn für einer? Dich kenne ich gar nicht. Du machst 3 Damage. Und du... Das ist... Ich glaube nicht. Wobei, du hältst nicht wirklich viel aus. Ich denke, wir machen das so. Du bist schon mal weg. Wir könnten den hier rausholen. Dann würde er ihn zerstören. Oder wir vereisen ihn einfach wieder. Das ist fast die einfachere Möglichkeit, ne? Gucken wir mal, was passiert. Kommen die wieder raus? Ich glaube, die sind die zwei, die wir wieder eingefroren haben, die bleiben da drin. Ach, verdammter Blob. Wobei, der macht jetzt zum Glück nicht wirklich viel. So, ich würde sagen, wir machen mal ihn weg. Dann pushen wir den. Und das soll okay sein. Ich hätte ihn nochmal einfrieren können, aber es bringt irgendwie nicht wirklich viel. Deswegen sehe ich da keinen Sinn. So, letzte Runde. Ja, wir kommen da nicht an den ran. Oder? Nö. Spielt aber keine Rolle. Er macht nicht wirklich was Gefährliches. Läuft gut. Oh, der hat das Eis zum Einstürzen gebracht. Dadurch ist der Mech dann auch direkt gestorben. Schön. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes das hier. Defend the Robot Factories. Ich glaube, das war die Mission, wo dann die ganze Zeit Roboter da rauskommen. Das war ein bisschen doof. Die Frage ist, ob wir das trotzdem machen wollen. Take less than 3 grid damage. Ich denke, wir machen erstmal die hier. 5 Gegner! Meine Güte! Jetzt aber. Übertreibt's mal nicht, Leute. Übertreibt's mal nicht. So, gucken wir mal, ob wir das irgendwie verteidigt kriegen. Warum sind... Oh, ein Pot. Der Pot ist weg. Ice Storm. Nee, das friert einfach nur ein. Das friert einfach nur ein. Ah, der Blob hier nervt.
Die zwei sind tot. Ne, sie sind eingefroren, nicht tot. Aufgepasst. Wir könnten den hier einfrieren. Das Problem ist, was machen wir mit ihm? Was bringt das irgendwie was? Nicht wirklich, ne? Sollen wir ihn einfrieren? Die Frage ist, ob der Pott das überlebt. Ich weiß es nicht. Wir könnten hier hingehen und ihn einfrieren. Das heißt, er holt uns dann wieder aus dem Tiefschlaf raus. So, jetzt kann der sich auch bewegen. Wollen wir hier reingehen? Ah ne, wir müssen... Das können wir gar nicht. Ich denke, wir pushen dich hier rein. So, das müsste ja zuerst dran kommen, ne? Genau, Environment. Und dann... Das hier muss passieren. Wir haben einen Spawn, das geht eigentlich. Der Port lebt noch, sehr schön. Darauf habe ich eigentlich gebaut, wenn ich ehrlich sein muss. Ach, schon wieder ist der Port im Gefrierradius. Das gefällt mir nicht. Er holt den, will den wieder rausholen. Können hier hingehen, den kaputt machen. Ich denke, wir holen uns mal den Pott. Ne, das war dumm. Das war dumm. Wir schießen erstmal den hier über den Haufen. Dann holen wir uns den Pott. Und du bleibst da. Nächste Runde holen wir den hier wieder raus. Das ist zumindest der Plan. Wir haben nur zwei Gegner, das sollte eigentlich machbar sein. So, das Gebäude wurde auch eingefroren, das ist eigentlich ganz gut. Ah. So, dann würde ich sagen, holen wir uns hier, wie gesagt, den Kollegen raus. Ich hätte ein bisschen weiter nach vorne gehen sollen, das wäre intelligenter gewesen. So, wenn du den jetzt tötest, dann wirst du nachher eingefroren. Das heißt, wenn der dann dich angreift, dann holt er dich quasi wieder aus dem Eis raus. Hört sich gut an. Das heißt, wir bewegen dich hier irgendwie ein bisschen raus. Läuft. Hoffentlich. Drei Gegner. Ah. Schon wieder zweitletzte Runde. Okay, der hier wird eingefroren. Das möchte ich aber eigentlich nicht unbedingt. Können das ja... Was macht der? Er will den hier rausholen. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Ich denke, wir werden... ihn hier mal da wegpushen. Töten ihn. Und frieren ihn ein. Und dann haben wir jetzt letzte Runde mit einem Gegner. Sehr schön. Das Team gefällt mir irgendwie. Die Frozen Titans sind, die sind echt gut. Die können was. Protect the Time Pod. Ralph Carlson haben wir. Hat noch plus ein Mac-Reactor. Und ein Reactor-Core. Was machen wir denn? Gain Shield? Plus ein Damage auf den Gemini-Missiles. Ja. Yes! Plus zwei Mech-HP. Brauchen wir die? Ich glaube nicht. Wir könnten die jederzeit wiederholen, wenn wir die brauchen.
Aber meine Lieben, das war's jetzt mal mit dieser Episode. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.